Hallo und willkommen bei The Nosy Rosy. Heute ist wieder Gen-Tag. Ja, irgendwie bin ich ja diese Woche, wo die erste, die ein Video hochlädt. Laura und Cassandra fehlen noch. Also Laura schafft es diese Woche wohl nicht. Aber wenn wir Glück haben, werden wir heute oder morgen noch ein Video von Cassandra sehen. Und ich hoffe auch, dass die anderen Mädels nach mir noch auch dann pünktlich ihre Videos hochladen. Oder auch nicht pünktlich, ist ja egal. Es ist ja alles nur Spaß hier, mehr oder weniger. Und ja, also bin ich jetzt die Erste mit dem Wochenthema. Für diese Woche wollten wir mal etwas Softeres und haben uns deswegen für das Thema Musik entschieden. Und zwar hat die Laura eine kleine Liste zusammengestellt mit ein paar Fragen über unsere Musik und die werde ich jetzt beantworten. Also ihr werdet jetzt gleich einen kleinen Einblick in meine private Music Jukebox bekommen. Und zwar ist die erste Frage: Was hört ihr, wenn ihr traurig seid? Bei mir ist das so, es kommt drauf an, wie traurig es bin. Ich meine, es gibt ja eine Art traurig und vielleicht auch ein bisschen wütend traurig zu sein. Und wenn ich einfach traurig bin oder ein bisschen niedergeschlagen oder einfach nur, dann höre ich gerne ein bisschen loungige Musik. Da kann ich jetzt auch gar keinen bestimmten Song nennen oder einen bestimmten Künstler. Also da höre ich einfach mal ein paar Compilations durch. Jetzt werde ich mir ganz schön von der Sonne geblendet hier. Oder ich höre dann ganz gerne, wenn ich sowieso zum Beispiel am Rechner sitze, Lounge.fm. Das ist ein Radiosender aus Wien. Den habe ich irgendwann mal entdeckt. Der hat ganz nette Musik. Den könnt ihr euch ja dann mal angucken, wenn ihr wollt. Ja, und wenn ich dann eher so ein bisschen wütend traurig bin, dann höre ich lieber was Fetziges. Wie manche vielleicht schon wissen, bin ich ja sowieso eher so der Elektro-Typ. Und ja, wenn ich traurig, wütend bin, höre ich zum Beispiel ganz gerne Mia bzw. MIA oder wie auch immer man sie aussprechen möchte. Also nicht die deutsche Mia, sondern die südamerikanische Mia. Ja, ein Song gibt es hier auf dem Link. Aber du musst ihn auch noch nicht jetzt anklicken, weil dann siehst du mein Video gar nicht zu Ende. Ich werde allerdings am Schluss nochmal aufführen, beziehungsweise habe ich auch eine kleine Playlist erstellt. Die könnt ihr euch dann einfach später anhören. Ich werde hier in diesem Video keine Musik einspielen, wegen der Copyrights und weil das alles nicht ganz so koscher ist und ich hatte keine Lust, dass mein Video dann eh nicht angezeigt werden kann und so. Und deswegen lasse ich das einfach und gebe euch einfach Links. So, okay, das war sozusagen die erste Frage. Jetzt kommt die nächste. Und zwar, was spielst du, wenn du dich und andere in Partystimmung versetzen möchtest? Ja, da höre ich dann gerne mal ein bisschen House so. Obwohl, es kommt dann auch oft drauf an, mit wem ich mich in Partystimmung versetzen möchte, weil nicht alle meiner Freunde im Haus mögen. Also die meisten eigentlich nicht. Und dann höre ich dann eher mal ganz gerne Musik aus den 90ern. Ja, ja, für House habe ich jetzt ein Beispiel. Zum Beispiel gibt es da Jules. Das ist ein DJ, der macht mal ein paar Remixe. Oder als Beispiel für die 90er-Musik, wir kennen es doch alle, Rhythm is a Dancer. Okay, ich sollte nicht singen. Ja, yeah. Rhythm and the Dancer oder Mr. Vain. Also 90er-Mucke gibt es echt viel und richtig gute. Also das höre ich echt gern. Ja, und schon kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist das, ich muss kurz spicken. Achso. Was hat eine besondere Bedeutung für dich und wieso? Ja, also im Allgemeinen bedeutet mir die Musik von zwei Raumwohnungen sehr viel. Die höre ich zwar jetzt nicht mehr ganz so oft, aber
die habe ich so zu meiner Outing-Zeit und so sehr viel gehört. Und da sind mir zwei Lieder sehr im Gedächtnis geblieben. Und zwar ist das Nimm mich mit. Dieses Lied ist einfach richtig gut. Es macht richtig gute Laune. Und ich habe das so oft gehört. Ich habe es auch eben nochmal gehört. Und das ist einfach ein schönes Lied. Und das andere Lied, da gibt es leider kein Beispiel hier auf YouTube. Das ist irgendwie nicht gerade eines der bekanntesten Lieder. Und das ist jetzt auch nicht so fetzig und so hey, sondern eher ein bisschen ruhiger. Und zwar ist das Lied Da stehst du. Ja, da geht es irgendwie darum, dass man so verliebt ist. Es ist irgendwie wie so ein Rausch. Wie so in einem Tunnel und man ist so in einem Rausch und ist in seiner eigenen Welt und total, man sieht nur noch diese eine Person. Irgendwie so. Also ich finde, dieses Lied bringt was echt gut rüber. Außerdem habe ich früher immer gedacht, dass die an einer Stelle singt und da hinten steht dein Mann. Das würde ja irgendwie bedeuten, dass sie über eine Frau singt. Und das wäre ja irgendwie lesbisch. Aber ich habe dann mal nachgeguckt und es heißt leider nur, da hinten steht ein Mann. Also wo die Person dann hingeht. Ach, das ist jetzt viel zu kompliziert. So, nächste Frage. Okay, Nummer 4. Was würdest du hören, wenn du jemanden verführen möchtest? Okay, ich glaube, da würde ich auch wieder so eher in die Lounge-Richtung gehen. Ich habe da zum Beispiel ein paar CDs, so Compilations, Erotic Lounge heißen die. Da gibt es immer eine CD, die heißt dann Quick and Dirty und die andere CD heißt dann Soft and Lazy. Und ja, ich glaube, ich würde dann einfach mal die Soft and Lazy CD einlegen und dann kommt das alles schon von selbst. Yeah. Dafür gibt es auch ein Beispiel in der Playlist. Gut, nächste Frage. Welches Lied verbindest du mit deiner Kindheit? Ja, als erstes musste ich da an Reinhard May denken. Irgendwie hat meine Mutter das, glaube ich, eine Zeit lang ziemlich oft und gerne gehört. Deswegen, ja, Reinhard May und Über den Wolken. Ja, oder welches Lied noch? Irgendwie auch dieses Lied Vamos a la playa, oh oh. Ja, das haben wir auch irgendwie oft gehört. Und meine Mutter ist ja aus Portugal und deswegen waren wir auch oft in Portugal und sind oft zum Playa gewamost oder so. ja, oh Gott, ich rede wieder Blödsinn heute. Ja, dann, welches Lied, was ich gerne höre, ist am lesbischsten oder... Die Sonne schon wieder. Ja, mein lesbisches Lied, was ich ab und zu mal höre, ist von Le Tigre. Und zwar Vis, also Visible. Und ja, da geht's um Lesben. Könnt ihr euch auch mal am Playlist anhören. Jo. Und dann gibt es noch den Geheimtipp. Ja, also irgendwie habe ich keinen richtigen Geheimtipp. Also ich kann nur total empfehlen, sich mal auch die alten Lieder von Zweiraumwohnung anzuhören, die ich ja so oft gehört habe. Zum Beispiel das erste Album Kommt zusammen oder das zweite In Wirklich. Also ich finde die Lieder so gut, also ich muss mir die mal wieder alle richtig anhören. Neueren Sachen finde ich alle nicht mehr so. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Oder mein Musikgeschmack hat sich geändert. Ich höre jetzt mehr Peaches. Aber Zweiraumwohnung. Hört euch mal die alten Alben an. Die sind richtig gut. Und zum Beispiel Sexy Girl. Ja. Okay. Und dann wollte ich noch euch mein zurzeit aktuelles Lieblingslied vorstellen. Das höre ich ziemlich oft. Das ist auch schon nicht mehr ganz so neu. Aber ja, momentan höre ich einfach ganz viel Peaches. Ich liebe Peaches. Und ein Lied vor allem auch vom letzten Album. Das letzte Album heißt I Feel Cream. Ja, das sieht halt auch so. Ja, okay. Das Album I Feel Cream und das Lied davon I Feel Cream. Das ist mein absolutes Lieblingslied. Also, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, das Lied hat was Erotisches. Ich kann dir gar nicht beschreiben, warum. Hört es euch einfach an. Also,
Hört euch bitte an. Hört euch Peaches an oder hört euch auch alles andere an. Oh. Und sagt mir, was ihr davon haltet. Ja, ich bin mal gespannt, was die anderen Mädels so berichten über ihre privaten Musikgeschmäcker. Und auch ihr könnt hier einfach mal posten, was eure Lieblingssongs sind. Oder auch einfach auf diese Fragen antworten. Ich werde alle Fragen auch nochmal in den Kommentare schreiben. Und ihr könnt dann mal drauf antworten. Ihr könnt das unter dieses Video machen oder unter den nächsten Videos mit den anderen Mädels oder auf unseren Kanal. Und ja, ich bin gespannt. Schreibt, schreibt, schreibt. Bis denn, bis nächste Woche. Tschüss.